Ja, hallo, ich bin Julian von techfocus.de und hier haben wir das Asus VivoTab. Das ist jetzt die normale Version mit dem Intel Atom Prozessor. Normales Windows 8 haben wir hier drauf. Aber wie gesagt, wir haben hier den gleichen, die gleiche Idee wie eben bei der RT-Version. Man kann das, den oberen Teil abnehmen, um es dadurch dann eben zu einem richtigen Tablet zu verwandeln und das dann auch eben besser mitnehmen zu können ohne Tastatur, aber wie gesagt, wenn man längere Texte tippen will, kann man das ja einfach einklinken und schon hat man eben ein vollwertiges Notebook mit einer wirklich schicken Tastatur. Schauen wir uns kurz mal an, was das für Anschlüsse bietet, ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Also wir haben hier unten einmal USB, wir haben den Ladeanschluss von Asus, der spezielle, haben hier oben einmal den Schalter, um das Gerät eben aus dem anderen Gerät zu docken. Wir haben hier einmal MicroSD, einen Kopfhöreranschluss, oben den einen Ausschalter für den Tablet-Modus, natürlich sehr, sehr interessant. Hinten eine 8-Megapixel-Kamera, soviel ich weiß. Seitlich ein Laut-Leiser-Regler und hier unten ein vermutlich MicroSD-Anschluss, falls man, nee, ist irgendwas anderes. Ich weiß gerade gar nicht, was darstellen soll. MicroSD vermutlich, um Daten zu übertragen. Und hier eben auch noch ein USB-Anschluss. Ja, das war's eigentlich von diesem Gerät. Hat ein schickes IPS-Display, wirklich sehr, sehr gute Auflösung. Natürlich auch, wie man es von einem Test-Tablet kennt, ein Touchscreen und ein Intel Atom-Prozessor. Wann das Gerät auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt, auch natürlich der Preis auch noch nicht. Dazu wird Asus sich vermutlich später in diesem Jahr noch äußern. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei techfocus.de mit dem Asus VivoTab mit Windows 8.